dann wird's mal wieder richtig Sommer. Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein von Juni bis... Wir haben gefühlte 4 Wochen Regen hinter uns. Nun hoffen wir auf besseres Wetter für unsere Tour ins Allgäu. Mit Sonne fahre ich los, nicht in den Süden, sondern zur Sammelstelle für unsere Fahrzeuge. Machen wir gleich hier so zusammen mit dem Kabelbindung. Kannst du mal auf der anderen Seite zeitgleich spannen? Ja. Wenn der Jörg in die Feder geht. Moment. Ich hab hier einen Move. Ja, am nächsten Tag dann wieder Dauerregen, aber wir sitzen ja trocken. Erst am Ziel in Österreich hat der Regen nachgelassen. Wir riskieren eine kleine Ausfahrt, aber schon bald öffnen sich wieder alle Schleusen. Ich bin vorerst bedient. Wir sind dicht an der Schneegrenze, Schnee, der erst vor Tagen gefallen ist. Nee, wir sind hier in Österreich, Starnheimer Tal. Der Heinkeldienst ist mit dabei. Das ist gut. Die Itzigkarte brauchte noch, ne? Itzigkarte. Also hast du da die Fotos hier erledigt. So. Wer hat denn alles im Lappen da? Ich habe noch ein paar Läppchen eingepackt. Zündeinstellung, Zylinderkopfschrauben, Ventilspiel, Ölstand. Wo musst du gehen? Ja, ja. Guck mal hier bei mir. Wer einen solchen Roller mit fast 10 Pferdestärken fährt, dem braucht man nicht zu erzählen, dass der unverwüstliche Viertaktmotor noch die Handschrift des Flugzeugbauers Ernst Heinkel trägt und dass dieser Roller damals als der Mercedes unter den Motorrollern galt. Unser erstes Ziel heute die Wieskirche. Eine stille Bitte, dass der Roller durchhalten möge und dass wir von weiterem Regen verschont bleiben. Das ist die Zugspitze. Komm, dann mache ich auch ein Foto. Ja, kein Öl. Hat kein Öl verbraucht? Heute Morgen. Nee. Ja.
Das ist Herbert, der Präses unserer Heinkel-Gemeinde. 50 Heinkel-Roller als Polizeiroller für die Polizei München. Ersatzteile gibt es noch. Ersatzteile gibt es nach wie vor. Ja. Wenn ich auf dem Roller sitze, dann kommt mir die Erinnerung an früher. Ein bisschen Geschwindigkeitsrausch und das Gefühl von Freiheit. Mit diesem Fahrzeug stand mir die Welt offen. Anfangs fuhr ich mit meiner Schwester, später mit der Freundin. Mit Sozius und Gepäck habe ich damals Alpenpässe überquert. Das wollen wir heute nochmal versuchen. Meine Herren, zweiten Gang 50-60. Gang? Zweiter Gang. Motor. Ja, im zweiten Gang ab, da hinten, wo ich den Radfahrer überholt habe, muss ich zurückschaukeln in den ersten. Ja. Da muss ich zurückschaukeln in den ersten Gang. Ja, muss ich auch schon machen. Boah, ja, das ist doch. Muss ich auch schon machen. Das machen wir morgen nicht mehr, das ist mir jetzt zu zerstörend. Nein, und dann hast du das natürlich schon, das Dampfrad. Ich bin auch losgefahren, da ging ich nochmal aus, hast du gesehen. Ne? Dann wurde nur so 20 im zweiten. Der typische Heinkel-Fahrer war beim Wechsel der 50er in die 60er Jahre im Führerscheinalter und ist heute etwa 70 bis 80 Jahre alt. Ich zähle mich dazu. Erfreulicherweise gibt es immer mehr Jungheinkler, die sich für den Oldtimer interessieren, so wie zum Beispiel Jörg. Da hatte mein Elektromeister in seiner Garage einen weißen alten Heinkel-Roller stehen, ohne Brief, keiner wusste, wo der herkam, und den habe ich für 50 Mark damals bekommen. Da war ich aber noch Mitte 20 ungefähr. Dann haben wir den zum Laufen gebracht und wie das Geld so knapp war in dem Alter, habe ich den dann doch in Teilen verkauft, weil ich ihn nicht fertig gekriegt habe. Aber dann habe ich immer weiter von Heinkel geträumt und irgendwann habe ich mir gesagt, kaufst du dir einen. Und jetzt habe ich mir vor gut einem Jahr einen gekauft. Ja, bin dem Heinkel Club beigetreten und habe ihn fertig gemacht. Am nächsten Morgen hat uns der Regen wieder eingeholt. Stonzer. Immer innen gefahren, ja, ich, um weniger Kilometer drauf zu kommen. Ja klar, ich fahre euch Spritbahn. Ja, Sprit, hast du nicht Fahrschule? Bodo und Frank sind von klein an befreundet. Sie erzählen, wie sie zum Heinkel kamen. Neues Grimbocher Zeitung. Zwei Heinkel zu verkaufen, 900 Mark. 83, genau. Dann sind wir da hingefahren, auch mit Bodos Bruder, weil ich glaube, wir hatten noch kein Auto gehabt. Ja, ne? Nee, Auto hatten wir nicht. Da haben wir gerade mal kein Auto gehabt, dann Bodos Bruder ist da hingefahren, dann haben wir uns die angeguckt. Dann gab es eine Zinkwanne Ersatzteile bei. Ein Roller war zusammengeschraubt, aber nicht fahrbereit, nur notdürftig zusammengeschraubt, und der andere war eine Zinkwanne. Und Frank hat Abstand davon genommen. Und ich, mein Bruder ist dann eingesprungen, der hat die Hälfte übernommen. Früher haben wir die Zündung eingestellt und Block gefahren. Wenn er langsam lief, war sie falsch, wurde sie nochmal verstellt. Bis er schnell lief, dann muss sie richtig gewesen sein. Und da haben wir das in Ordnung. Beim Zeitung austragen erzählt mir jemand, dass er auch noch einen Heinkel-Roller in der Garage stehen hätte. Dann habe ich Frank angerufen. Dann sind wir da hingefahren und dann war der Sohn von dem Verkäufer war dabei und hat dann noch gerufen, Papa, nein, verkauf den nicht. Dann haben wir den aus der
Garage rausgedrängt, damit er still ist. Und dann hat Frank einen Heinkel-Roller gekauft. 57 D-Mark. D-Mark. Und ein Jahresabo Bild-Zeitung, Bild am Sonntag. Und eine Zinkern-Ersatzteile. Ein paar Unentwegte können es nicht lassen und fahren mit dem Roller zum Gasthof. Zugspitz ja, Blick nein. Dafür ziehen wir die Blicke der Touristen an. Zweitags da, aber die hat man, glaube ich, gerne wünschen eine schöne Zeit. Ja, genau. Danke. Immer eine schöne Tour. Ja, schönes Treffen. Schönes Wetter vor allen Dingen. Für Sie. Örtlich klar, die Werte sinken auf 3 bis 11 Grad. Morgen im Osten und Südosten kräftiger Regen, im Südwesten und an der Ostsee auch mal Sonne, 8 bis 22 Grad. Bis zum Wochenende muss im Osten und Süden mit viel Regen und örtlichen Überflutungen gerechnet werden. Von Sonne wie auf diesem Bierdeckel keine Spur. Unser nächstes Ziel, Pforzen im Allgäu. Dort findet das internationale Treffen der Heinkelfahrer statt. Viele der Besucher campieren auf der Wiese. Das ist nur was für ganz Hartgesottene. Zum Glück gibt es eine moderne, trockene Halle. Und hier spüre ich ihn wieder, den Geist von Ernst Heinkel. Was jetzt da draußen passiert ist, kann ich euch genau sagen, aber leider regnet es noch ein wenig und es regnet wohl noch ein bisschen weiter. Aber zum Glück hat der Günther ja hier so eine kleine Halle, dann können wir alle den ganzen Tag wieder reinhocken. Das geht auch, gell? Thank you.
Augen steht so vieles, was mir sagt, du fühlst genauso wie ich. Du bist das Mädchen, das zu mir gehört. Ich lebe nur noch. Am nächsten Morgen in einer kurzen Regenpause das Gruppenfoto. Alle Fahrer zu ihren Geräten. Jetzt machen wir Foto mit Fahrer, okay? Freundlich schauen. So, der Hund gehört auch dazu. Hey! Hey! Zum Schluss frage ich Herbert, was er von dem Wetter hält. Ich bin sprachlos. Aber trotz des häufigen Regens, schön war's.